Wir schreiben das Jahr 1913, als die Morris Motor Company ins Leben gerufen wird. William Morris hatte beschlossen, die Produktion von Fahrrädern aufzugeben und dafür Kraftfahrzeuge zu entwickeln. Seine erste Produktionsstätte eröffnete er in Cowley, Oxfordshire, und begann dort mit der Produktion des sogenannten Bullnose Morris. Auch heute noch sind echte Morris Cowleys erhalten. Hermann Josef Meuser besitzt ein Exemplar. Der ist aus dem Jahr 1926 einer der letzten Modelle dieser Bullnose-Serie. Danach kam es die sogenannte Flat-Nose-Serie, ja, also ganz normalen Flachenkühler. Damit sieht das Auto aus, dann wie jedes andere Auto aus dieser Zeit auch. Den Spitznamen Bullnose, also Bullennase, trägt der Wagen wegen der Form seines Kühlergrills. Der Innenraum wirkt ähnlich wie das Äußere, very British. Mit cremefarbener Sitzbank und hölzernem Armaturenbrett erinnert das Innenleben des Cowley fast schon an ein altes Boot. Der Tacho zeigt Meilen pro Stunde an und als kleine Hilfe hat sich Hermann Josef die Kilometer pro Stunde an den äußeren Rand geschrieben. Dank Schwiegermuttersitz haben vier Personen in dem Engländer Platz. Und wer sich fragt, woher der Name dieses Sitzplatzes kommt, der sollte seine Position, die weit hinter dem Fahrer liegt, genau begutachten. Hermann Josef hat sich nicht zufällig für dieses Fahrzeug entschieden, denn er weiß genau, wo seine Liebe hinfällt. Zum einen finde ich das Auto wunderschön, zum anderen von der Farbe her, ne, diese Nickel mit diesem Schwarz. Schwarz- und Maronfarben, ja. Und außerdem faszinieren mich immer Autos, oder das ist schon von jeher meine Idee, ein Auto zu besitzen, was es nicht an jeder Ecke gibt, ja. Und das auch noch im bezahlbaren Korridor, ja. Also Autonormalverbraucher, dazu zähle ich mich ganz deutlich, dass man eine Chance hat, das auch zum einen zu erwerben, zum anderen zu fahren. Und das ist bei diesem Cowley sicher gegeben, ja. Also das ist nichts, preislich nichts Besonderes, ja. Ich habe Interesse an alten Fahrzeugen jetzt seit ein paar Jahren, aber das dann auch sehr intensiv. Das kam also quasi relativ schnell, bin ich da infiziert worden. Ja? Und dann noch speziell für diese ganz alten Fahrzeuge, also Vorkriegsfahrzeuge, Pre-War Cars, wie der Engländer sagt. Ja. Und Pre-War Cars sind nicht immer so leicht zu starten. Hier muss man noch richtig Hand anlegen und den Motor ankurbeln. William Morris strebte vor über 100 Jahren, wie so viele andere, die als Fahrradhersteller begonnen hatten, danach ein anerkannter Hersteller von guten Kraftfahrzeugen zu werden. Er war jedoch weder ein gelernter Ingenieur noch ein enthusiastischer Motorsportler. Das erste Auto von William Morris beruhte schlicht auf seiner praktischen Erfahrung. 1912 war er bereit, seine Gedanken in die Tat umzusetzen und fand einen Investor. Zu dieser Zeit waren Industrie und Automarkt in voller Expansion und der Wettkampf unter den Herstellern groß. Zwischen 1911 und 1914 wurden 64 Firmen gegründet, von denen am Ende nur noch 46 im Geschäft waren. Doch William Morris konnte sich durchsetzen. Hermann Josef genießt die Fahrt in seinem Cowley in vollen Zügen. Viel Luxus bietet der Wagen allerdings nicht. Es ist schon ein Stück weit anspruchsvoller als ein heutiges Fahrzeug, weil man hat es gerade gehört, zum Beispiel das Getriebe ist nicht synchronisiert, es gibt keinerlei Unterstützung wie Servolenkung, Servobremse, geschweige denn irgendwelche elektronischen Helferlein, also kommen alle nicht vor. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel das Gaspedal in der Mitte, das ist auch etwas gewöhnungsbedürftig und natürlich, das ist ein englisches Fahrzeug hier, das Lenkrad ist rechts. Wobei, das ist einfach nur ein Umgewöhnen. Man will eh keinen überholen damit, insofern ist das unproblematisch. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 90 km/h und einer Leistung von 18 kW wird das Überholen moderner Fahrzeuge mit dem Cowley zu einer kniffligen Aufgabe. Kein Problem für Hermann Josef, für ihn ist der Wagen schließlich zum Cruisen und Genießen da. Das Fahrgefühl ist unbeschreiblich schön, ja? Vor allem so dieses Dahingleiten. Ja? Keiner nimmt einem böse, wenn man nur wie jetzt 50 oder 60 fährt. Jetzt, ja, wenn man richtig Lust und Laune auf Natur und Wind hat und vielleicht die Sonne ein bisschen scheint. Ich kann mir eigentlich so, zumindest fahrtechnisch, kaum was Schöneres vorstellen.
Bis sein Kauli seinen 100. Geburtstag feiert, dauert es nur noch wenige Jahre. Hermann Josef fährt diesem Jubiläum schon jetzt freudig entgegen.